Die Investition von UPM ist für uns ein ganz wichtiger Meilenstein. Das ist die erste kommerzielle Investition in eine solche Bioraffinerie in Europa. Und damit ist Leuna dann wieder vorn dran. Das heißt also, Leuna behauptet seine führende Position in der chemischen Industrie und bekommt nun mit dieser Investition von UPM auch neue Anknüpfungspunkte für die Zukunft. Grüne Chemie oder besser erneuerbare Chemie, das ist ein Feld, was immer wichtiger werden wird in Zukunft. Da ist Zentraleuropa ein optimaler Standort. Eine der wenigen Regionen weltweit, in der nachhaltige Forstwirtschaft auf Chemieindustrie und Kunststoffindustrie trifft. Auch bei den Technologien haben wir weltweit geschaut. Und in der Tat ist es so, dass wir die Hightech, die beste Technologie für unsere Prozesse aus verschiedenen Regionen, in verschiedenen Kontinenten hier nach Leuna holen. Das ist unser Beitrag für die wissenschaftliche Bioökonomie in Mitteldeutschland. Aber es ist natürlich auch so, dass hier hervorragende Institute in der Nähe vorhanden sind, beispielsweise das Fraunhofer-Institut hier am Standort, die sehr ähnliche Dinge erforschen, wie wir hier anwenden. Da die Wertschöpfungsketten in der Bioökonomie sehr, sehr lang sind, braucht es starke Partnerschaften. Über Netzwerke wie dem Bioeconomy Cluster, den wir hier 2012 mit verschiedenen Partnern gegründet haben, wollen wir solche Netzwerke aufbauen und diese Partnerschaften stärken. Wir bauen darauf, dass wir hier nicht nur in der Forschung tätig sind mit den Instituten, sondern auch die Experten von morgen ausbilden.